Heute geht's einfach mal weiter mit Minecraft in super sinnlos. Ihr werdet euch nach dem Video den Kopf schütteln. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran, denn ihr werdet nicht glauben, was ihr hier seht in diesem Video. Denn es fängt schon super sinnlos an. Was ist denn das für ein sich drehender Frosch, der einfach mal die Zunge ausstreckt, Leute? Oh mein Gott. Und das Hühnchen wird auch noch mitgegriffen. Ey, hört. Wo kommt... Einfach Alex auch noch. Ich glaub's nicht. Und der Kollege jetzt auch noch. Ich glaube es einfach nicht. Leute, was ist das denn schon für ein Anfang? Tut mir mal ganz kurz eingefallen, Leute. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da dafür. Dann sehe ich das, dass ihr das auch öfter sehen möchtet, ne? Also Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und kommentiert mal, ob die Sachen hier Sinn ergeben. Leute, ergibt das Sinn? Ergibt das Sinn? Das ergibt keinen Sinn. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ach, was ist denn das für ein Villager? Man kennt ihn doch. Den Villager, der komplett gestretched ist. Alter, das ist einfach eine Mischung aus Slenderman und einem Villager. Oh mein Gott, und der ist jetzt auch so ein komischer, verzerrter Gigant geworden. Gigant Steve ist am Start, schön verzerrt in die Länge. Leute, ist das nicht eine schöne Kombination? Gehen durch dick und dünn, könnte man sagen, ne? Wortwörtlich. So, weiter geht's. So, und der droppt einen Frosch, Leute. Wer kennt's nicht? Ein Frosch droppen, ne? Jetzt werden beide Frösche hier platziert und die essen sich auf. Und was ist das denn? Ein schwarzes Loch entsteht und der ist in den Backrooms. Sind das nicht die Backrooms? Ich meine schon, ne? Ey, es ist so creepy. Und da ist einfach Steve, der sich nicht bewegt. Da ist noch ein Steve. Oh, Leute. Wer ist aber der? Das Herobrine. Oh mein Gott. Und der streckt einfach mal eine Zunge aus. Was? Okay. Jetzt haben wir hier einmal den Spieler im Nether. Und der spawnt jetzt hier ebenfalls einmal einen Frosch. Und dieser Frosch... Was? Was? Ich dachte, der Frosch isst diesen Slime, aber nicht andersherum. Okay, 4 Sticky Pistons. Und alle Sticky Pistons ziehen an diesen Crafting Table. Und machen das Ganze hier natürlich größer, ne? Droppt er hier nochmal ein paar Diamantblöcke. Und jetzt, was passiert, Leute? Was passiert? Eine gigantische Spitzhacke entsteht, ist ja ganz klar. Was ist das denn, Alter? Die Spitzhacke ist einfach größer. Es gefühlt die halbe... Er baut die Welt ab. Er baut die Welt ab. Das ist doch die ganze Welt abgebaut. Ne, ja, da kann man echt nur Fragezeichen hinschreiben. Was ist da passiert, Leute? Was ist da passiert? Ich check's auch nicht. Es ist einfach so sinnlos. Aber es ist so lustig, sich das Ganze anzuschauen. Okay, also eine ein Eisengolem und ein Schneemann werden übereinander platziert. Und der hat jetzt einfach einen Schnee-Eisengolem. Eisenschneegolem. Eisschneegolem. Keine Ahnung, Eisenschneegolem, wie man es nennen möchte. So, zwei Boote. Okay, zwei Boote. Was kann da wohl Komisches passieren? Er nimmt auch das Boot und... Nee, was? Er nimmt nicht das Boot, er baut das Wasser ab. Hört doch auf, hört doch auf. Was ist das denn? Was ist das denn? Einfach mal Wasser abgebaut. Das war ja normales Wasser. Hier schert er einfach mal ein Schaf. Wir sehen schön, weiße Wolle ist hier am Start, so wie man es kennt. Macht sich hier ein schönes Bett. Und was jetzt passiert, ist einfach unfassbar, Leute. Denn wir sehen, das Bett... Ist einfach mal das... Nee, warte mal, andersherum. Das Schaf ist einfach mal das Bett und... Was ist das für ein Bett, Leute? Ein Schafsbett, könnte man sagen. Also ich dachte ja eigentlich, ich habe schon alles in Minecraft gesehen, aber diese Videos sprengen wirklich alles. Der macht sich wie wohl eine Eisenspitzhacke. Also in dem Video kann echt alles passieren. Also hier ist wirklich alles möglich. Geht es hier einfach ganz normal in die Mine rein anscheinend. Und er ist runtergegangen, aber er ist gleichzeitig hochgegangen. Okay, das kennen wir. Das kennen wir, das habe ich ja auch schon mal gemacht, diese Trolls. Ist zwar sehr verwirrend, aber diese Mods kenne ich sogar. Und jetzt ist er wieder oben, obwohl er runtergeht, genau. Ja, das kenne ich sogar. Hier läuft er einfach ganz normal einen Weg entlang. Nichts Besonderes, ne? Geht in ein Haus rein und dann packt er da eine Schalker-Shell hin und bekommt eine Purple-Schalker-Box heraus. Und der Schalker schießt ihn ab. Also, was ist da denn passiert? Was ist... Ich check's nicht, Leute. Es ist so dumm, ne? Es ist so dumm. Wir sind die beiden einfach mal in einer schönen Mine unterwegs, ne? So wie man das ja in Minecraft bekanntlicherweise macht. Und da hinten haben wir einfach einen Creeper. Aber wartet mal ab. Der Creeper explodiert nicht, sondern Steve explodiert einfach. Was ist denn da falsch gelaufen bei der Reihenfolge? Leute, ich kann nur schmunzeln, wenn ihr seht, was jetzt passiert. Denn wir sehen, er nimmt einfach mal seinen Arm. Er nimmt einfach seinen Arm. Und diese Hand hat er jetzt als Item.
Und jetzt... er verzaubert einfach mal seine Hand mit Sharpness 5. Ey, wie lustig wäre das denn, wenn das wirklich in Minecraft gehen würde? Und jetzt schaut euch mal an, was er macht. Er nimmt einfach diese Hand, packt die ganze mal zurück, hat eine verzauberte Hand in Minecraft mit Sharpness 5 und bam. Er kann so einfach mal Schweine one-hitten und braucht keine Waffe. Ey, wie verrückt ist das, Leute? Wir alle kennen diesen Moment, Leute, wenn man endlich die Diamanten gefunden hat. Super, super nice. Und dann stellt euch mal vor, dieser eine Kollege kommt an. Der baut sich nicht rüber zu den Diamanten, so wie man es normalerweise macht. Er baut einfach mal die Lava ab. Ich meine, alleine, wenn das, mal angenommen, das würde wirklich gehen. Ey, wie gefährlich wäre das denn? Das ist so gefährlich, dass man einfach die Lava berührt und dann stirbt. Ey, hört mir auf. Leute, vergesst alles, was ihr gesehen habt. So baut man sich heutzutage einfach mal rüber. Einfach Sand platzieren und dann ab in die Luft wie ein Flugzeug. Ein ganz normaler Tag in Minecraft. Oh, sogar ein Schweinchen haben wir dort. Und er geht einfach mal auf das Schweinchen drauf. Könnte man denken, was ist denn das für eine Reihenfolge hier? Das Schweinchen reitet auf dem Spieler und nicht der Spieler auf dem Schweinchen. Hier ist doch irgendwas nicht ganz dicht im Busch, Leute. Der Kollege Steve hat mal wieder Hunger. Ah, wir sehen es. Ein Hungerbalken ist natürlich echt doof und kein Essen weit und breit. Okay, dann esse ich halt einfach mal meinen Arm. Bringt immerhin knapp 4 Hungerbalken. Ey, Leute, ein Arm weniger, aber Hungerbalken sind gefüllt. Wer kennt's nicht, Leute? 15 Diamantschuhe einfach mal auszurüsten. Zack, hat man einfach alle Schuhe angezogen und man wurde einfach zum Giganten. Ey, ganz ehrlich, was ein geiler Lifehack. Muss ich auch mal ausprobieren. Geht bestimmt. Wir sind wieder ein bisschen was am Craften. Packen einen Wooden Plank rein und einen Kohleblock und bekommen eine komische Block Fackel heraus. Keine normale Fackel, eine Blockfackel. Die heißt dicke Fackel. Und ich bin echt gespannt, was passiert, wenn sie das Ganze jetzt platzieren. Und... okay, schaut es hier an. Weil die ganze... er hat einfach Night Vision bekommen. Die ganze Welt ist einfach ausgeleuchtet. Warum kam ich nicht selbst drauf, dass ich das ja so machen kann? Auch hier läuft er ein bisschen durch die Mine. Baut wohl ein paar Steinblöcke ab. Man hört sogar die Tastatursounds, glaube ich. Und die Steinspitzhacke ist kaputt gegangen. Jetzt kommt ein Zombie. Okay, da haben einfach nur meine Ohren gerade nachgegeben bei dem Geschrei. So, ein paar Bäume abbauen. Und da links haben wir einen Enderman. Und der Enderman, der geht vorbei, wird jetzt angegriffen. Und anscheinend rennt der Kollege jetzt weg, weil er keine Chance hat. Rettet sich hier im Haus, ist sicher, da der Enderman so nicht reinkommt. Das könnte man denken, denn er schrumpft einfach mal und holt sich so den Spieler und sein Leben. Leute, kennt ihr das, wenn ihr in einer Minecraft-Welt herumlauft und ihr zündet einfach mal einen Creeper an? Zack. Wir sehen im Creative-Modus, hat er das Ei gerade wegbekommen? Lol, habt ihr es gerade gesehen? Der ist im Creative-Modus, spawnt einen Creeper und das Ei verschwindet einfach mal unten in der Leiste. Das dürfte ja eigentlich im Creative-Modus gar nicht passieren. Aber gut, er zündet ihn an und wir sehen, der explodiert nicht, sondern fliegt zur Sonne, explodiert dort und es ist einfach mal Nacht. Ja, das war's komplett. Hier wird einmal eine Kiste von Steve platziert. Die öffnet er natürlich ganz normal. Er wird aber aufgegessen von dieser Kiste und auch der andere Spieler. Oh mein Gott. Und er landet einfach mal irgendwo im Nirgendwo. Ey, wo sind die gelandet, Alter? Was ist denn das für eine Umgebung hier? Ja. Der baut hier einfach mal Frösche ab mit einer... Holzspitzhacke soll das sein. Zack. Und er hat einfach mal jetzt einen Bogen in der Hand. Er hat noch einen Frosch in der Hand. Und jetzt lädt er den Bogen mit diesem Frosch. Ach, mit beiden Fröschen. Er hat zwei Frösche am Start. Und die essen die sich jetzt wieder auf, wie gerade. Die essen sich wieder auf. Und es entsteht wieder ein schwarzes Loch, Freunde. Alter, was zur Hölle. Es ist einfach so crazy. Und sie rennen weg vor diesem schwarzen Loch, was alles einfach mal zerstört. Das ganze Spiel ruckelt. Der hat keinen Bock mehr. Doch, er baut sich weg nach unten. Er hat... Was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Es ist zu verrückt. Er springt einfach mit runter und landet im Nichts. Lol, er landet im Ancient City. Wie krass ist das denn? Und ganz viele Wardens sind auch am Start. Leute, oh mein Gott. Hat so ein bisschen das Feeling vom Minecraft-Trailer hier gerade, ne? Und noch mehr Wardens sind am Start. Was wird passieren, Leute? Was wird passieren? Ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, was passiert, lasst jetzt an dieser Stelle einen fetten Like da, lasst ein Abo da. Und dann mache ich einen zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.